Guten Tag, werte Gäste der Maison Manga, ich grüße euch. Also euch herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video der Monologie. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das mich die letzten paar Monate auf jeden Fall definitiv mehr beschäftigt hat als sonst. Und ich wollte einfach mal direkt das Ganze ansprechen. Ich weiß nicht, inwiefern das den Einzelnen unter euch quasi betreffen kann. Mir ist das aufgefallen und ich dachte, ich finde, das ist ein Thema, was zum Manga-Sammeln irgendwo dazugehört. Und zwar das Thema, vielleicht sich vollstellen, um es mal so auszudrücken. Ich weiß noch nicht genau, wie die direkte Überschrift in diesem Video lauten wird. Weil es ist ein bisschen ein Mischmasch wieder aus allem Möglichen, aber ich möchte versuchen, eine rote Linie hier in diesen Podcast mit reinzubringen. Und zwar möchte ich über sich zustellen sprechen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Manga sich in meinem Besitz finden. Und in letzter Zeit ist mir ein gewisses Schema aufgefallen. Sei es im englischen Bereich, sei es im deutschen Bereich. Es werden überwiegend neue Manga gekauft, weil man irgendwie der Aktualität halber irgendwie gerne auf dem Laufenden ist und weil man auch vielleicht an dem ein oder anderen aktuellen Werk, was gerade anläuft, Spaß hat. Und es ist prinzipiell eigentlich eine gute Sache und das ist ja okay, solange es Spaß macht. Das ist ja immerhin ein Hobby. Was mir nur aufgefallen ist, dass es überwiegend neue Manga sind und man versteift sich recht sehr auf das Aktuelle. Und jetzt ist es nicht so, dass ich jetzt sage, alte Manga sind viel besser als neue und so weiter und so fort. Das ist meiner Meinung nach eine Quatschaussage, die ich so nie unterschreiben könnte, weil alles hat seine Vor- und Nachteile. Was ich mal damit beschreiben möchte, ist die Situation, dass man einen Manga-Bestand hat, mit, wie bei mir eben halt auch sehr vielen älteren Werken, komplettiert im Schrank und da liegen sie nun und warten irgendwie irgendwann mal darauf, konsumiert zu werden, wenigstens mal angefangen zu werden, zu lesen. Und da ist ein bisschen das Problem: die Verlage suggerieren einem, dass man jetzt unbedingt den neuesten Band von Manga XY haben muss. Der ist rausgekommen, kauft ihn euch, er ist da. Und so Geschichten wie Twitter, aber auch irgendwelche Newsletter und so, weil man sich ja informieren möchte oder informiert bleiben möchte. Oder einen Blick, sage ich mal, in Bücherläden und Manga-Shops, bringt einem immer ein wenig dazu, sich Dinge anzueignen, aktuelle Dinge, auch wenn man es vielleicht ursprünglich nicht geplant hat oder bei Amazon zum Beispiel auch einen gewissen Vorbestellrhythmus, der sich da einnimmt. Und so kommen ständig vorne eben sehr viele neue Manga hinzu und die alten bleiben weiterhin ungelesen, weil die Zeit, gerade wenn man in der Arbeitswelt ist, nun mal limitiert ist und man sich dann doch eher ein wenig auf das Neue verkopft. Damit will ich nicht sagen, dass man ab und zu auch mal ältere Manga aus seinem Sammelsurium liest, aber prozentual würde ich mal stark behaupten, dass es weniger ältere Manga, die man bereits besitzt, sind, sondern eher aktuellere Manga, die man gerade frisch kauft in dem Monat und Monat für Monat. Und
Mir ist aufgefallen, dass auch gerade zum Beispiel jetzt in aktuellen Zeiten wie mit Egmont, EMA, wo schon quasi nach, ich weiß nicht, nach einem Monat oder sogar ein paar Wochen, nachdem der Manga raus ist, gefühlt, oder was heißt gefühlt, sondern bestätigt sogar, der Manga schon wieder out of print ist. Ne? Also bei denen, ich weiß nicht, was da aktuell abläuft. Aber das ist natürlich auch irgendwas, wo ich sagen muss, da ist man ja quasi, wenn man eine Reihe im Moment sammelt in der Richtung, dann ist man ja quasi gezwungen, gleich nach Erscheinen den Band zu kaufen. Und das liegt jetzt vielleicht an der finanziellen oder an der Strategie, sage ich mal, von EMA im Moment. Aber so allgemein fühlt sich das ein bisschen, geht es ein bisschen in diese Richtung. Beziehungsweise ist es nicht nur jetzt, sondern es war eigentlich schon immer ein bisschen der Fall. Und es wird versucht, durch Social Media, durch Newsletter, durch irgendwelche Kundenbindungen es wird versucht, da irgendwie es zu erreichen, dass natürlich für die Wirtschaft natürlich am besten, dass wenn der Manga auf den Markt kommt, dass es direkt Abnehmer gibt. Dass der Manga einfach relativ schnell ausverkauft wird, damit man gute Zahlen hat, ist ja auch alles verständlich. Jedoch macht das auch ein bisschen einen gewissen Druck, einen ja, Kaufdruck. Und das ist mir in letzter Zeit aufgefallen. Und ich für meinen Teil habe lange drüber nachgedacht, ob das wirklich so eine gute Sache ist und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich meinen monatlichen Konsum peu à peu immer wieder versuche zu senken, bis es irgendwann mal auf ein für mich nachvollziehbares und vor allem noch aufholbares Volumen zurückführt. Sodass ich an einem Punkt bin, dass ich in einem Monat sage, okay, ich habe nicht massig viel Geld ausgegeben für Manga, die ich vielleicht erst in 3 Jahren lese, um es mal ganz krass zu formulieren. Ich bin sowieso ein sehr, sehr langsamer Leser, das heißt, wenn ich am Tag Manga lese, sollte ich dazu kommen, sind das im Grob und Großen und Ganzen 2, maximal 3 Bände. Also mehr läuft bei mir am Tag nicht. Da kann ich bin dieses Binge-Reading oder was auch immer, wie man es auch nennen möchte, das funktioniert bei mir nicht. Das ist mir zu anstrengend. Und dadurch ist natürlich der Punkt, da ich auch nicht jeden Tag lese, sondern auch andere Dinge tue, wie zum Beispiel Videos schauen. Auf YouTube oder hier mal eine PlayStation 4 oder eine Switch anschmeiß oder ganz stumpf und erklärt einfach auch mal im Internet nach neuen Ideen Ausschau halte für Videos oder mir neue Informationen zueigne. Manchmal habe ich kaum was von Mangaka gelesen und informiere mich fast ausschließlich gerne und viel über die Mangaka selbst, sodass ich quasi an diesem Tag zum Beispiel überhaupt nicht zum Lesen komme. So solche Tage gibt es. Und das speziell letztens wieder passiert für die Edgy Week. Und das ist auch in Ordnung so. Aber wie gesagt, der Punkt ist, dass sich das Ganze irgendwie nach vorne rein ansammelt und hinten aber nicht weniger wird. Was nicht heißt, dass ich nicht Mangas hätte, die ich nicht auch mal verkaufen könnte. Im Gegenteil, ich habe schon diverse. Aber im Vergleich zur Sammlung noch viel, viel, meiner Meinung nach, viel zu wenige. Und ich muss so viele Mangareien mal endlich beginnen, die ich komplett hier habe, um mir einfach mal ein Bild zu machen, ob ich in der jetzigen Zeit vor allem, weil ich die viele Manga ja vor Jahren gekauft, ob das aktuell überhaupt noch was für mich ist. Ist es noch von Bedarf? Das ist mir deshalb auch aufgefallen, weil ich ja neulich ein THX-Video gemacht habe, wo ich vom guten Piktimundi die One-Piece-Bände geschenkt bekommen habe. Und natürlich ist das für mich ein großer Schatz, ähnlich wie auch meine Dragon Ball-Bände. Das ist
das ist was irgendwie, ja, wie soll ich sagen, Jugendheiliges auch irgendwo. Das hat besondere Stellenwerte für mich und dementsprechend sehe ich das jetzt nicht als Last an oder sowas. Aber da ist mir aufgefallen, dass wenn man sich umscharrt mit Massen an Büchern und jeden Monat quasi neue dazu hinzufügt, werden pro Monat für Monat diese Altlasten irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes für mich persönlich zu Lasten. Es ist nichts mehr, was ich jetzt irgendwie als positiv im Gefühl habe, auch wenn ich gerne umrundet von Manga bin, weil ich die Atmosphäre liebe und das Ganze, muss ich dann doch sagen, wirkt es eher wie eine Last, die man sich aufbürdet, je mehr man hat. Und ich bin eigentlich ein Freund, der gerne, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so rüberkommt, aber ich habe gerne doch ein bisschen Übersicht in den Dingen. Und es fängt schon an, wenn ich zu irgendwelchen Dingen was recherchiere und einen gewissen Manga suche oder denke, oh, der könnte für die und diese Themenwoche passen. Ich finde die teilweise nicht mehr. Nicht, weil ich sie nicht im Besitz habe, sondern weil die irgendwo in den hintersten Reihen, in den schlimmsten Ecken versteckt sind, wo man sich viermal überlegt, ob man da dann wirklich jetzt den kompletten Schrank ausmistet, nur um eben diese eine Reihe zu finden. Und wie gesagt, das ist irgendwie natürlich auch eine Charaktersache. Das wird nicht jedem so ergehen. Und vor allem denke ich auch mal, dass das vor allem mit einer größeren Sammlung daherkommt. Dieses in Anführungsstrichen Problem. Man kann es schon fast sagen, als Luxusproblem. Aber es ist dennoch etwas, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist. Eine Sache, die einen irgendwie unbewusst belastet hat, ohne dass man wirklich so mit dem Finger drauf zeigen konnte. Und mittlerweile weiß ich, was mich da belastet hat. Und so schön dieses Sammelhobby auch ist, habe ich für mich entschlossen, ich sehe es nicht mehr ein, dass mir quasi ein oder dass Verlege mir vorgeben, wann ich welche Bände zu kaufen habe. Und wenn es dann heißt, oh, Manga XY wird mittlerweile immer teurer und der war vielleicht vor einem Jahr, wurde der komplettiert und ein Jahr später ist er auf einmal massig viel Geld wert, Teile der Bände, dann sage ich mir einfach, dann soll es nicht so sein oder ich habe irgendwann mal Glück und erwische trotzdem noch den einen oder anderen Band für einen guten Preis. Aber ich werde mich dann nicht mehr sofort auf den Manga stürzen, wenn ich es nicht unbedingt haben muss. Wenn ich weiß, dass ich es jetzt in diesen nächsten Monaten auf keinen Fall lesen werde und möchte. Nur um es zu besitzen, quasi den Manga zu kaufen, das ist ein Thema, was ich versuche, Stück für Stück abzulegen. Nicht, dass ich es prinzipiell verkehrt oder schlimm finde. Eigentlich nicht. Es ist in Ordnung, wenn man sagt, okay, ich wollte diese Reihe schon immer mal besitzen, weil ich sie unbedingt schon mal lesen wollte. Jetzt habe ich hier einen guten Preis. Jetzt schlage ich zu. Finde ich vollkommen legitim. Ist eine ganz normale Entscheidung. Man möchte ja auch nicht für gerade für irgendwie diverse ältere Manga irgendwie massig an Geld investieren, was dann schon über die Standardpreise eines normalen Bandes hinausragt. Sammlerwerte, ihr kennt das ja bestimmt dann alle dementsprechend. Und ich weiß auch gar nicht, was ich da noch so groß zum Abschluss zu dem Thema sagen kann, außer es hat mich die letzten Monate belastet. Ich habe gesagt, nein, ich lasse mich nicht mehr unterbewusst diktieren, wann ich was zu kaufen habe. Und wenn ich irgendwo ein Schnäppchen finde und es reizt mich, der Manga reizt mich jetzt in den nächsten Monaten nicht extrem, dann danke fürs Erwähnen, sage ich mal, falls der ein oder andere von euch da auch gerne mal Empfehlungen rausgibt per Twitter oder Discord oder in dem seltensten Fall auch mal in den YouTube-Kommentaren.
Dann danke ich recht freundlich, aber werde es mir dann wahrscheinlich nicht holen, weil ich versuche nach und nach das Ganze ein bisschen abzustellen. Es klingt jetzt auch irgendwie dramatischer und schlimmer, als es jetzt theoretisch ist, zumal ich mich da auch jetzt nicht in diverse Schuldenberge oder so rein investiere, weil ich da noch nie der Freund war. Schulden sind für mich geht gar nicht. Aber ich habe einfach gedacht, es muss nicht sein. Auch der Platz wird irgendwann mal natürlich begrenzt. Und spätestens da, wenn man keine Möglichkeit mehr hat, in diesem Raum noch irgendetwas aufzubauen, wo man noch weitere Bücher hineinpacken kann, dann wird es interessant und dann merkt man irgendwann, okay, vielleicht sollte ich mich mal auf das konzentrieren, was ich habe und gegebenenfalls das eine oder andere wieder verkaufen, wenn es mir vielleicht nicht ganz so gut gefällt. Vielleicht auch mal ein bisschen ehrlicher zu einem sein und zu sagen, okay, der Manga war okay, der war nicht scheiße, aber er muss jetzt aber auch nicht unnötig Platz verschwenden für Manga, die vielleicht mich wirklich von Herzen begeistern und unterhalten. Das ist dann so der Punkt, wo man dann sich vielleicht gestehen muss, das eine oder andere dann doch in dieser Form nicht zu investieren bzw. zu verkaufen. Und ja, ich wollte einfach mal fragen, geht es nur mir so oder habt ihr das auch schon mal im Gefühl gehabt, dass ihr gesagt habt, so schön das Hobby auch ist, aber irgendwie fühlt sich gerade irgendwas falsch an. Genau, gerne dazu eure Meinung. Und dann würde ich sagen, danke ich mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Aufenthalt in der Maison Manga. Und ja, in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Ich bin euer René und ich sage wieder einmal, ciao.